Ja, heute am Muttertag findet das erste Bobbycar-Rennen in Fritzlar statt. Es haben sich über 22 Teilnehmer in der Bobbycar-Klasse getroffen, genauso wie in den anderen Rennklassen. Rege Anteilnahme von verschiedenen Firmen, ortsansässigen Firmen, Schulen. Und wir hoffen, dass bei dem Wetter ein guter Verlauf stattfindet und hoffen, dass es eine gute Veranstaltung wird. Flotte Flitzer waren am Muttertagssonntag in Fritzlar unterwegs. Beim ersten Fritzlarer Seifenkistenrennen waren 20 Bobbycars, 17 Spaßkisten und 10 Profi-Seifenkisten am Start. Rund 700 Besucher säumten die Rennstrecke vom Amtsgericht bis runter zum Kreisel und feuerten die Piloten frenetisch an. Mit dabei auch die jüngsten Piloten mit ihren Bobbycars. Jeweils nach den Probeläufen am Vormittag und den Wertungsläufen ab Mittag ging es dann im Schlepptau hinter dem Trecker, per Motorrad oder einfach mit Muskelkraft zum nächsten Durchgang wieder nach oben. Am Vormittag entstand durch die technische Abnahme ein Stau in der Boxengasse. Und für andere war das Rennen wegen einem technischen Defekt bereits zu Ende. Bei den Fahrzeugen waren die tollsten Modelle mit dabei. Vom rollenden Schneewittchensarg aus Edelstahl und Plexiglas bis hin zum Pappmaché-Drachen oder der rollenden Tuba vom Bläserchor. Am Nachmittag gab es dann die Pokale für die Klassensieger.